Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Jump League und es geht direkt los. Zack. So, es gab ein kleines Update. Und zwar kann man jetzt sehen, wie schwierig die Parts sind, die man vor sich hat. Und wir starten in einem leichten Parcours mit einer Kiste. Mal gucken, haben wir direkt ein Goldschwert. Und wie immer versuchen wir nicht runterzufallen, was aber wahrscheinlich wieder nicht funktionieren wird. Mal sehen. So, der zweite Part ist... Hä? Stand gar nicht da. Ich weiß nur am Anfang. Gilt aber nicht für alles, oder? Mal gucken, vielleicht war es auch noch ein Fehler. Los. Oder ich war zu weit weg. Das könnte auch sein. Und wir haben eine Angel, auch ganz gut. So, ja, hier steht es wieder. Easy. Ja, ich denke mal, ich war einfach zu weit weg. Oder so. Der dahinter ist auch easy. Oh, das war knapp. Mal gucken, danach müssten ja mittelschwere kommen. Oder direkt schwere, aber ich glaube schon, dass es so eine mittelschwere Kategorie gibt. Ja, normal. So, nehmen wir das mit. Und zack. Okay. Und geschafft. Gut. Mal sehen. Zack. Dann geht's nach hier, genau. Okay, das hier ist schon echt nicht mehr easy, sondern normal. Wer hätte es gedacht? Oh, verdammt. Und runtergefallen. Mist. Dann war es das wohl. Wow, das war knapp. Okay. Und neuer Versuch. Okay, geschafft. Wow, okay. Gut. Dann geht's hier hoch. Und auf zum nächsten Part. Nochmal normal. Hui. Okay. Und Vierersprung. Aber geschafft. War doch ein Vierersprung, oder? Ich meine schon. Und wir haben eine Werkbank. Mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt noch coole Sachen. Und kann mir da irgendwas mit craften. Weil so eine Werkbank ist ja normalerweise relativ selten. Habe ich das Gefühl. So. Noch ein paar Angeln. Und wir gehen kurz zurück, um dann mit ein bisschen Schwung springen zu können. Und weiter geht's. Okay, auch geschafft. Und wir beginnen mit den harten Jump and Runs. Wow. Okay. Ein Diamant. Haben wir schon Sticks? Nee. Wenn wir jetzt noch Sticks und noch einen Diamant bekommen, hätten wir ein Dia-Schwert. Und das wäre echt übertrieben. Oh nein. Das war so knapp und ich war schon fast fertig. Oh, verdammt. Das war schon wieder knapp. Ah, Mist. Der Sprung ist gar nicht so schwer. Eigentlich. Aber irgendwie will er nicht so recht. Ah, so dumm. Letzter Versuch. Sonst. Letzter Versuch. Sonst mache ich die Hexe an. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, konzentrieren. Hex aktiviert. So. Und jetzt. Oh, habe ich sie ausgemacht, kurz Ende. Weil ich mir schon dachte, ich schaffe das. Alter, das kann doch nicht sein. Es gibt nur so eine Stelle, wo ich mich total dran aufhänge, habe ich das Gefühl. Aber so langsam dürfte ich das auch mal schaffen. Normalerweise springe ich hier immer ziemlich schnell lang, weil man dann, genau, ein bisschen Schwung hat. Okay. Wow. Das hier ist ein neuer Parcours. Glaube ich. Mal gucken. Steinschwert und ein paar XPs. Ich habe aber natürlich wieder keine... Oh, kacke. Das war doof. Wieder. Kein Enchantment Table. Oh, ich hätte vielleicht links lang springen sollen. Okay. Geschafft. 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 Und geschafft. So.
Oh nein, so dumm. Mal gucken, ich bin noch Erster, aber einer ist direkt hinter mir. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. So. Okay. Machen wir das so. Und so. Und so. Okay, geschafft. Und das ist der letzte Partner, ja. Auch nochmal natürlich hart. Oh, und hier kommt ein Vierersprung. Aber direkt geschafft. Wenn ich jetzt alles schaffe, dann bin ich ziemlich sicher Erster. Ja, ich habe wieder über 100 Blöcke Vorsprung. Oder 100. Nein! Verdammt! Über 100 Punkte, keine Ahnung, wie das gezählt wird rechts. Aber ja, Distance könnte schon einfach die Anzahl an Blöcken sein bis zum Start. So, nochmal der Vierersprung. Vielleicht, ja, klappt der genauso gut wie letztes Mal. Aber das war wohl nichts. Ah, verdammt. Ich habe noch 2 Minuten. Ansonsten wird das Spiel beendet. Oh Gott, ich schaff's nicht. Nein! So. Und nochmal. Sehr gut. Okay. Sehr gut. So. Geschafft. Okay. Dann ziehe ich mir mal irgendwelche Sachen an. Habe ich noch. Ja, eine Hose habe ich noch. Und wir spielen auf einer Map, die ich nicht mag. Ja. Okay. TNT. Und das war's, weil hier kann man sich total ekelhaft ins Wasser verpissen. Was der Typ dann wahrscheinlich auch macht. Zwar nicht extra, aber er macht's. Oh Gott. Gut, er ist ja tot. Mal sehen. Hier ist jemand. Der hat nur ein Steinschwert. Deswegen sollten wir ihn töten. Das ist der. Ne, ist nicht der gleiche, ne? Ich habe noch Regeneration. Und deswegen sollte ich ihn jetzt töten. Oder ich kämpfe mit ihm hier. Jetzt darf der andere nicht von hinten kommen. Ich habe ihn nicht gekillt, oder? Doch, ich bin Damien. Das heißt, ich habe wieder Regeneration. Trotzdem wird das knapp. Aber. Okay, geschafft. Und er ist schon ganz tot. Und dann können wir die Sachen looten. Ja, vielleicht was zu essen. Und den Rest brauche ich, glaube ich, nicht. Okay. Manu, der Babo. Wir haben den Babo gekillt. Und wieder Regeneration. Aber der Typ läuft uns nicht hinterher. Aber da ist nochmal der Babu. Er hat nur ein Goldschwert, aber. Er. Oh, macht trotzdem viel Damage. Gut. Nein! Hä? Was war das? Achso, zurückgeballt. Lass dich töten! Okay, haben wir auch. Und fast wieder full life. Mal gucken. Noch 2 andere haben 2 Leben. Dann gucke ich mal auf meinen Kompass. Ich weiß auch gar nicht, wie der hier funktioniert. Ob man klicken muss, um den neu zu aktivieren. Oder ob der das selber macht. Weil, also steht halt nichts im Chat und so. Stirb! Nein! Oh, er fällt auch runter. Und kriegt Schaden. Dann bin ich natürlich extra runtergesprungen. Ja, genau. Und ins Wasser. GG. Wie gesagt, das ist halt einfach das Doofe auf dem Map hier. Weil im Wasser hat man einfach kaum eine Chance, jemanden zu töten. Außer man hat einen Bogen und viele Pfeile. Aber auch Pfeile sind echt total Mangelware in diesem Spiel. So. Ich habe nichts zu essen. Also nichts Richtiges irgendwie. Also einen Apfel sollte ich noch essen. Aber ansonsten nicht mehr so gutes Zeug. Da hat gerade jemand gekämpft. Und er öffnet gerade die Kiste. Wir dürfen ja auf jeden Fall nicht weglaufen. Okay. Der hat wohl nicht viel regeneriert. Oh.
Ich kann keine Items rausnehmen. Wahrscheinlich hat er schon drei geklaut. Oder so. Wobei die auch manchmal echt verbuggt sind. So, der Zocker-Dude LP hat noch zwei. Und die anderen beiden noch ein Leben. Ich sehe aber gerade niemanden. Aber ich, genau, ich sollte mal auf den Kompass achten. Und ich muss echt aufpassen wegen dem Essen. Den können wir jetzt töten und vielleicht. Oh, sehr schön, der hat echt gut was zu essen. Oh, ich hätte das rausnehmen sollen. Statt dem einen Hühnchen. Ist hier noch was? Nö. Okay, mal gucken. Aber jetzt habe ich bestimmt genug. Bis zum Ende. So, mal gucken. Kompass zeigt nach da. Da ist jemand in der Tür. Der Zocker-Dude. Okay, der einzige Gegner wird dann wahrscheinlich noch der Babu sein. Manu der Babu. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach bis zum Ende wartet gerade. Der versteckt sich ja irgendwo hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber auf der Map gibt es halt echt viele Verstecke. Ist er hier gerade rumgelaufen? Man weiß es nicht. Hä? Irgendwo muss er ja sein. Keine Ahnung. Hier unten? Ah, hallo. Na gut, das ist er. Und dann kann ich noch was zu essen klauen. Und dann lebt jetzt noch der Manu. Mal gucken, der muss irgendwo da hinten sein. Ach, da hinten. Hallo. Grüß bitte Stegi von mir. Natürlich. Aber Stegi guckt jedes Video von mir, deswegen hat er sich schon gegrüßt gefühlt. Na komm. Ich würde ungern im Wasser kämpfen. Deswegen. Oh Gott. Hallo. Deswegen gehe ich kurz hier rein und hau kurz ab. Weil er mich doch ein bisschen zu sehr gehittet hat. Oh Gott. Und ich laufe mal kurz an Land. Und kann dann hier kämpfen. Oh. Ja, gut. Ein bisschen Damage hatte bekommen. Ich hätte das lieber hier machen sollen. Aber das ist jetzt zu spät. Und. Oh, das gewinnt er. Okay. Jetzt ist er aber angehittet. Und ich habe immer noch, glaube ich, bessere Sachen. Aber er läuft weg. Okay, dann wird er jetzt wahrscheinlich sogar wieder voll sein. Und ich sollte lieber warten, bis seine Regeneration komplett weg ist. Oh, ich habe noch das hier. Denn ansonsten. Oh, habe ich auf jeden Fall einen Nachteil. Oh, hat mir nichts gebracht. Okay, jetzt wird er aber weggekommen. Und okay, er hat mich gar nicht getroffen mehr. Na gut, Jump Fails 19. Woo, das ist auf jeden Fall Rekord. Okay, ja, dann war es das mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.